Deine Fotos werden immer besser. Ich werde auch mein Bestes geben, um unsere Forschung voranzutreiben. Oh. So groß wie möglich. Ja, ja, Professor. Übrigens, dass mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Was wollen wir denn nochmal zusätzlich vielleicht speichern? Die Sachen sind ja sowieso gespeichert im Menü. Wir müssen auf jeden Fall noch hier Bro einmal speichern. Praise the Sun ist ja auch gespeichert. Picolente ist ja auch automatisch im Fotodex. Wie gesagt, das heißt ja, die Sachen, die im Fotodex sind, die muss ich ja nicht nochmal extra speichern. Die werden erlöscht, wenn ich das Bild im Dex ersetze. Na gut, dann speichere ich die auch nochmal ab. Das finde ich auch ganz süß. Ja komm, dann müssen wir das leider auch einmal speichern. Besser einmal zu viel speichern als zu wenig. Konnte ich jetzt hier eigentlich auch bearbeiten? Kann ich da nochmal den Kamerawinkel so... Der Blick ist ja mal geil. Also ich hätte es schon gerne... Geht das so? Nein. Kann ich das so irgendwie machen? Geht das? Also, ne? Aber... Achso, ich muss hier nochmal einmal... Ja, das möchte ich sowas von speichern. Ist das jetzt noch gespeichert? Habe ich das gespeichert? Habe ich das nicht gespeichert? Ich glaube, ich habe es nicht gespeichert. Dann speichere ich es einfach nochmal. So. Jetzt habe ich es einfach zweimal gespeichert. Und Kirt, danke, dass du Celeste einen Sub geschenkt hast. Super lieb von dir. Weil hier ist halt auch was anderes angezeigt, das andere Bild. Deswegen, das irritiert mich gerade so ein bisschen. Aber okay. Man hat gar nicht so viel Speicherplatz. Dann kann man jetzt nur und immer noch Fotos löschen. Ich meine, ganz zur Not kann ich es aus dem Stream einfach screenshotten, so ist es ja nicht. Hello. Du scheinst ein Talent fürs Fotografieren zu haben. Anyway. Ich glaube, es wird Zeit, dass du dir den Naturpark mal bei Nacht anschaust. Here's the thing. Das sieht schick aus. In Lentil tritt manchmal ein besonderes Leuchten auf. Das wird das Lumina-Phänomen genannt. Speaking of. Du hast herausgefunden, wie es dazu kommt, stimmt's, Professor? Mhm. Ja, aber ich habe bisher nur den Prozess wissenschaftlich erklärt. Das Ziel meiner Forschung ist die Entdeckung der Pokémon, die in der Legende vorkommen. Wow. Meinst du die Lumina-Pokémon? Und LP-Fan, danke, dass du Darkseid einen Sub geschenkt hast. Super lieb von dir, dankeschön. Ich dachte, die wären nur erfunden. Nein, es gibt sie wirklich. Du hast doch die Fotos in den Lentil-Chroniken von Captain Vince gesehen, oder? What? Auf denen kann man kaum was erkennen. Außerdem sind die schon 100 Jahre alt. All right now. Nun ja, das können wir ein andermal besprechen. Right? Dir erstmal viel Spaß bei deiner nächtlichen Expedition. Da bin ich mal gespannt, weil die Routen sehen bei Tag halt schon so extrem schön aus. Mhm. Die sind bei Nacht mit Sicherheit auch nochmal richtig stylisch. Gerade so mit Glühwürmchen und Sternenlicht kann sowas schon extrem schön aussehen. Hm.
Na, da ist mein Fotodex. Das Tangolos macht mich fertig. I mean. Wo war das denn, was ich eigentlich gucken wollte? Wenn wir Bilitzer hochladen, kriegen wir safe 1000 Apfelmedaillen. Einfach mal machen. Wobei, das müsste man wahrscheinlich eher zu Release machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt mittlerweile noch spielen. Wampel ist echt unser Champion. Wie gut. Ah ja, das sind auch meine Bilitzer-Fotos. Das ist einfach so Mut. Sehr schön. Okay. Wollte nur kurz gucken, ob Wampel wirklich unser Champion ist. So, nachts im Naturpark. Ach, guck mal. Und hier kann ich jetzt... Hier habe ich Forschungslevel 1 und 2. Und hier habe ich wahrscheinlich logischerweise erstmal nur Standard. Ja, das bin ich, wenn ich dumme Kommentare lese. Korrekt. Gut, dann gucken wir doch mal, wie es bei Nacht aussieht. Ich meine, man kann die Strecken mit Sicherheit auch noch ein paar Mal öfters abfahren, wenn man noch mehr Fotos haben möchte, aber ja. Bin eigentlich ganz zufrieden so mit der ersten Ausbeute. Oh. Das passt farblich zu meinem Layout. Alles so schön dunkel. You might get to see a whole new side of Pokémon at night. Watch for differences in their behavior. Kann ich die aufwecken? Nein, die schlafen felsenfest. Warte, warte, warte. Nein, es ist weg. Es hat mich gebetet. Es ist einfach weggelaufen. In dem Moment, wo die Kamera richtig war. Okay. Das sieht echt schön aus. Tangolos! Nice. Da war auf jeden Fall was bei, denke ich. Aha. Oh, ist weggeflogen. Da, was ist da noch? Aha. Oh, da ist noch ein Raupi. Wait. Hallo? Okay. Shelterra. Wie stylisch. Richtig cool. Da sind noch Swarones. Die Shelterra sind ja mal richtig cool. War das schon wieder random Hoplo? Okay. Oh, Taubos. Taubos is not amused. Oh, das ist schnell weg gewesen. Oh, Pizza! Oh no! Pizza sieht ja mal geil aus. Hallo? Und Shelterra ist ja auch süß. Oh, da oben. Hutut. Ah, das Schlafende. Oh, das ist schon süß, wie die alle schlafen. Ist generell richtig cool zu sehen, dass manche halt wirklich total nachtaktiv sind. Und manche nicht. Bin ich die Einzige, die immer Angst hat, dass sie nicht genug Fotos hat für die ganze Strecke? Hallo. Na? Oh, und Hutut hat Schwalbini abgelöst. Flupp. Oh, Kai, ich habe Quadribis gefunden.
Die sind bestimmt männlich, aber nicht shiny. Flupp. Oh, da ist noch was zum Scannen. Eine Kristallblume. Na? Hey, do you copy? We just picked up a huge energy reading near you. The professor's busy trying to make sense of the data. Let's ask him about it when you get back. Okay. Was habe ich da gesehen am Ende? Ich mache einfach immer so unendlich viele Fotos. Meine Güte. Also ich habe das Gefühl, die Strecke so 3 Minuten, Foto aussuchen, 30 Minuten am Ende. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte. Aber gehen wir erstmal zur Bewertung. So, Fototime. Und tschüss. Als ob er hinterm brennen würde. Das ist süß. Mhm. Also das ist schon genial, oder? Das ist leider auch schon echt Top-Tier. Also... Da war ich leider nicht schnell genug, aber die Pose ist super. Das ist cool. Ja. Oh. Das ist ja wohl perfekt, die Nummer 3. Weiß nicht, ob es nicht zu nah ist. Wahrscheinlich schon. Dass hier besser wäre. Mhm. Dass man es mal so ein bisschen Ganzkörper sieht. Ich weiß nicht, warum Bidiza immer so süß aussieht. Hallo. Das wäre sicher gut Pose was für die Pose wert. Aber das hier hat 3 Sterne. Yo. Obwohl ich das viel besser finde, aber nehmen wir halt das. Dann am ehesten noch die Pose. Ich hätte sogar die Nummer 3 gesagt, weil er da in Bewegung ist. Ich weiß nicht. Nehmen wir die Nummer 3. Hallo? Ich stecke fest. Scheiße, Mann. Nein. Jetzt stecke ich nicht mehr fest. Jetzt bin ich eingeschlafen. Ich glaube, Nummer 2 würde ich sogar schon fast nehmen. Oder ist das zu nah? Das ist zu nah, oder? Oh, das ist zu weit weg wieder. Ja. Das ist halt so richtig... Pinsir muss los. Ja! Ah! Ich meine, es ist nur 1 Stern, aber ich finde es irgendwie schon am besten. Mhm. Shelterra habe ich viele. Ja, es sind noch viele auf dem Bild. Das ist... 3 ist schön. Das hat keinen Kopf. Das ist ein Kopf. Grabux! Richtig vorwurfsvoll! Wir waren verabredet, aber Shelterra ist einfach eingeschlafen. Also die 3, die 5, das ist aber auch cool. Oh ja, das ist richtig cool. 6. Das ist aber auch schön. Also am ehesten würde ich das sogar nehmen. Mhm. Das sind viele schöne bei gewesen. Erstmal ertrinken. Ja. Das ist nicht begeistert. Nein, aber eher die 2. Ja. Wie groß Taubos einfach ist. Ich sag mal, immer näher kommt mit jedem Foto. Ja. Ich hab's leider nicht ganz mittig erwischt. Ja. Dann nehme ich lieber das, da ist der Flügel nicht abgeschnitten. Okay. Let's go. Der ist schon so ein Anime-Charakter mit seiner Brille. Also das ist schon geil. Hoplo hat uns ja sowieso das ganze Level hindurch begleitet. Echt? Ja, sind wir hinterhergelaufen. Nice. Not bad. Nimmt man. Gut. Gegen Gott Bidiza kommen sowieso keine an. Weitere Pokémon? Hä? Okay. Okay. Nice work. Wieso Frank?
Das sind so diese Fotos, die man von sich selber nicht unbedingt geschossen haben möchte. Weitere Pokémon sind übrigens die drei Pilze im Hintergrund. Ja. Ich glaube, das ist auch eine gute Abwechslung. Nice. Ja, das war gut. Und das ist nicht ganz so creepy. Ja, komm, nehmen wir auch das. Fühle ich mich nicht immer so beobachtet, wenn ich ins Album gucke. Hallo? Vor allem drei Sterne. Und ansonsten ganz okay. Raubi ist auch eher so im Vorbeifahren, weil das Pinsir mich irgendwie irritiert hat. Aber kann man auch nehmen. Ja. Und was gibt's auf Hintergrund? Es ist auch ein schöner Hintergrund. Es ist halt einfach, Bruder muss los. Bruder muss groß. Nice work. Nice. Ja. Richtig viele Punkte bekommen. Ist das mehr als Wumpel? Nein. 4-2, glaube ich. Das finde ich auch richtig cool. Shellterra ist sowieso ein richtig stylisches Pokémon. Es sollte viel mehr Liebe kriegen. Der Hintergrund ist auch richtig schön. Nice. Mhm. I like. Gut, Pikulente war halt einfach so da, ne? Hat sie noch keins immerhin. Und einen Stern. Ja, gut. Das andere Bild von Pikulente. Perfect timing. Okay. Rekord knapp gebrochen. Aber ich finde das halt einfach schöner. Schon, ja. Andere sieht auch, wenn ich das ertrinken würde. Jetzt bin ich mal gespannt. Towers ist. Also. Das ist 1:1 der Blick von Leo, wenn Kai wieder einen dummen Witz in den Chat geschrieben hat. Wenn Leo so hinter ihm steht und einfach nur diesen Witz hört und sich einfach nur so zu ihm umdreht. Kai, was? 1:1. Zu 100% getroffen. Nice work. Also! Um einen Punkt zu wenig. Oh, neuer Rekord. Alle, genau das. Okay. Das finde ich auch sehr gelungen. Ja. Der neue Champ. Ja. Hutut war auch gut dabei. Na gut, das ist, wie gesagt, wenn es mittig wäre. Vielleicht kann man das ja nochmal bearbeiten. Aber trotzdem. Joa. Ja. Nice. Das ist voll cool mit den Fotos. Ich weiß halt nicht, ob das im Stream mal so rüberkommt, dieses ne, Fotos schießen, Fotos bewerten lassen, Fotos nochmal bearbeiten, aber es ist irgendwie so sehr entspannend, es ist irgendwie echt cool. Irgendwie macht es zumindest sehr viel Spaß. Ich hoffe, das kommt auch ein bisschen rüber. Dass mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Okay. Es ist wie gesagt einfach sehr entspannend. Und witzig. So, wir haben das Bisofang-Bild. Das fand ich aber auch von Hoplo eigentlich ganz schön. Dann haben wir das Raupi-Bild. Taubos natürlich. Beza muss man halt auch immer speichern. Das Pinsir. Hutut, Shellterra. Und bei Vadrivi wollte ich noch mal gucken, ob man das noch mal kurz bearbeiten kann. Guck mal, dass es so ein bisschen mittiger ist. Mehr will ich ja gar nicht. Einfach nur, dass es schön in der Mitte ist. So und hopplo. So. Das ist schön, wenn es euch auch Spaß macht. Mit meinem Tempo und meinen ausführlichen Kommentaren werden wir noch ein bisschen länger dran sitzen. Wir müssen noch einen Wolli finden und einen Seemops. Dringend.
Ich sag euch, wenn so ein Eisgebiet kommen sollte, ich will es nicht wissen, ich werde da 30 Mal durchfahren. Something incredible has happened. Here, take a look at this. Okay. Here's the thing. Als du dich der Blumenwiese genähert hast, da habe ich einen gewaltigen Energieanstieg gemessen. Also. Und die Quelle dieser Energie hat sich bewegt, wenn auch nur ein kleines bisschen. Das heißt, das war ein Lumina-Pokémon? Ich kann es noch nicht mit Gewissheit sagen, aber ich denke schon. Wieso ist jetzt auf einmal aufgetaucht? Hast du irgendwas Besonderes gemacht? Da habe ich mich auch gefragt. Ist bestimmt nicht nur durch Zufall aufgetaucht. Daher wäre es am besten, wenn du dir den Ort der Energiequelle mal genauer ansiehst. Was? Ich will auch mit. Wir zwei werden das Ganze auf dem Bildschirm mitverfolgen, Rita. Alright. Brich bitte auf, wenn du bereit bist. Okay. Dann können wir eigentlich auch direkt dahin. Die Lumina-Zone im Naturpark. Oh, right. Ah, okay. Das heißt aber, ich könnte, wenn ich hier jetzt noch ein paar Fotos mache... Und, also, ist halt die Frage, bekommt man auch Erfahrungspunkte, wenn man einfach normale Fotos macht, oder muss man halt auch wirklich seine Fotos toppen? Weil ansonsten könnte man ja einfach noch ein paar Mal durchfahren, ein paar Fotos einfach machen, Erfahrungspunkte bekommen und dann eben hier auch höhere Stufen freischalten, um dann nochmal mehr neue Fotos zu machen. Vielleicht gibt es ja auch nur 3 Level, keine Ahnung. Weil das wäre natürlich auch nochmal ganz spannend, ob man dann eventuell den... Naturpark erstmal komplett soweit fertig macht, bevor man dann irgendwann in ein anderes Gebiet reingeht, weil höhere Level heißt ja auch wieder andere Pokémon, ne? Aber wir gehen erstmal in die Lumina-Zone und gucken dann mal weiter. Da bin ich mal gespannt. Tu es nicht. Okay. Do you see or hear anything? No. Das sieht schick aus. Ach, guck mal, du bist auf dem Cover drauf. Ach, deswegen leuchtet Megania auf dem Cover auch so lustig. Ui. That Meganium's the Illumina Pokémon. Quick, get its picture. Ist das quasi wie so ein Boss-Level? Ach, da ist so eine Kristallblume. Oh, sieht so happy aus. Ist gar nicht so einfach, so zwischen den Bäumen durch. Ich glaube, da muss ich auch gar nicht großartig zoomen. Sonst bin ich ein bisschen nah dran. Das sieht auch richtig schick aus. Ich glaube, es ist echt wie so ein kleines Boss-Level auch. Wo du dann quasi einfach nur ein Pokémon nochmal hast, was du fotografieren kannst. Eben diese Lumina-Pokémon, die auf dem Cover auch drauf sind. Aber das Gebiet ist echt schön.
off it goes. Huh. The energy reading is gone too. Let's chat when you get back. Aber interessant, dass die quasi Megani als erstes Lumina-Pokémon genommen haben. Ist eine interessante Wahl. Und es war echt riesig. Generell so die Größenunterschiede merkt man in solchen Spielen erstmal richtig gut. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte, aber erstmal die Bewertung. Ich habe so viele Pokémon, also viele Fotos gemacht. Welches soll ich denn da nehmen? Hoch. Wieso kann ich die nicht? Ach, ich muss eins nehmen, wo das Lumina-Phänomen drauf zu sehen ist. Ah! Das ist ganz hübsch. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Das finde ich auch richtig knuffig. Das darf ich nun leider nicht nehmen. Komm, das leuchtet das auch so ein bisschen. Oh, das ist auch richtig happy. Das ist auch schön. Das ist schwierig. Da sieht es happy aus auf 9. 10 ist auch sehr schön. Das sieht halt auch irgendwie richtig glücklich aus. Ich würde schon fast sagen 21 oder 22. Das hier? Ich weiß nicht, ich finde, sieht es einfach richtig happy aus. Dann nehme ich das. Aber da waren noch andere schöne Fotos mit bei. Alright. A new discovery. Perfect timing. Das muss ich mir merken, wenn mal noch mehr Luminazonen kommen, dass ich die halt wirklich nur dann fotografieren oder dass ich die Fotos nur nehmen kann, wenn sie halt wirklich leuchten. Aber ich werde sowieso mehr als genug Fotos schießen. Ja. Okay. Nimmt man. Ach guck mal, das kann ich auch aufleveln. Level up! Oh. Oh, du hast einen neuen Forschungslevel erreicht. Halte deine Augen nach den kleinsten Veränderungen offen. Ich habe ein Spitzenfoto geschossen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht bei den Lumina-Pokémon auch leichter ist, höhere Punktzahlen zu bekommen. Meine Güte. Okay. Übrigens. Dank der Daten zum Lumina-Pokémon gibt es etwas Neues zu berichten. Okay. Aber da darf ich jetzt auch alle potenziell speichern. Das heißt, das war das, was wir abgegeben haben. Aber ich fand das tatsächlich auch sehr schön, wo es sich so nach vorne beugt. Das würde ich auch gern behalten. Ja, das fand ich cool mit dieser kleinen Bosszone. Und wie gesagt, jetzt verstehe ich auch, warum Megani auf dem Cover so ein bisschen leuchtet. Ich dachte, das wäre einfach so ein Stilmittel, sag ich mal. You're back. Ah, du bist zurück? Aha. Und, was sagst du? War es nicht wunderschön und wahnsinnig groß? Und hattest du etwas gesagt? Rita. Tief durchatmen, Rita. Eine Frage nach der anderen. Du hast gut reden. Du warst auch selbst total aus dem Häuschen. Dieses Megani war ohne Zweifel ein Lumina-Pokémon. Genau wie in der Legende. Wow. Wie war das doch mal mit der Legende? Die Lumina-Pokémon haben vor langer Zeit Lentil vor einer riesigen Katastrophe bewahrt oder so ähnlich? Mhm. Ganz genau. Also. Die Lumina-Pokémon sollen eine Musterung gehabt und ein besonderes Licht ausgestrahlt haben. Also genau wie dieses Pokémon. Right? Du sagst es.
Ich bin davon überzeugt, dass die Ereignisse aus der Legende tatsächlich stattgefunden haben. Der Schlüssel zu meiner Forschung liegt darin, herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist. Oh. Ach ja, Professor, gab es hier noch etwas, das du ansprechen wolltest? Es ist schon spät, das kann bis morgen warten.